Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Version 8.8 immer noch. Wir sind noch in der gleichen Aufnahmesession. Und wir hatten uns ja in der letzten Folge ein bisschen, also ein paar Möbel besorgt. Und die wollen wir jetzt hier gleich in unserem Bunker, sag ich mal, Ja, ein paar runterbringen. Möbel. Erstmal nochmal einen Eingang schaffen. Bau mal eine Brücke. Ich geh mal rein da. Setz mal ein paar Fackeln bei der Gelegenheit, weil hier drin ist es ziemlich dunkel. Hast ja genug dabei, denke ich. Ja, so zwei, drei Stück. Ich wollte Mal noch gucken, gerade was er schnell hier nach dem gebaut Wollen hat. gucken gehen. Geht dann nach unten schon irgendwas? Ja. Musst So. du die Frames rausnehmen? Ja, das ist so eine Sache mit irgendwas aufnehmen. Moment. Ich komme mal nach oben gucken, wie es auf dem Dach aussieht. Das ist unser Baumgarten. Ja, die muss ich später machen. So viel Platz habe ich, glaube ich, nicht. Kiste wäre jetzt ganz cool. Oder? Wir fangen hier mal an, ein bisschen zu dekorieren. Ich kann mal gerade ein paar, bisschen Holz für Kisten holen gehen. Kannst du auch machen. Ich renne. Das Stockwerk unten drunter hat auch schon einen Boden. Das heißt, wenn du die Frames rausnimmst, kann man theoretisch schon da ins nächste Stockwerk runter. Eine schöne große Couch erstmal hier. So. Platzmangel. Kannst du es auch da unten erstmal zwischendeponieren? Nee, das gefällt mir so nicht. Wie bauen wir das? Noch mehr Couch. Ich habe so viel Couch, ich habe so schon fast zum Wegwerfen zu viel. Neuen Fernseher mitgenommen, auch nicht schlecht. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz. Warte mal, ich könnte. So, 16 Kisten sind in der Mache. Das ist gut, sollen wir die hier oben reinsetzen oder eher ein Stockwerk tiefer? Ich würde eher sagen, Stockwerk tiefer. Oben die Empfangshalle muss ordentlich eingerichtet werden. Hast du recht. Standesgemäß. Ich glaube, es wird sich keiner so willkommen fühlen, wenn er als erstes in der Abstellkammer landet. Hast du allerdings recht. Ich höre was. Das bin ich. Ein Einbrecher! Nein! Ein fremder Mann, einfach so. Halte den Einbrecher. Aua. Hey! Hätte ich da mit einer Fackel geschlagen.
angefackelt. Okay. Sollte man hier vielleicht eine Treppe bauen? Leiter oder irgend sowas? Ja, die kommt später hier hin. Kommt ja noch. Wenn die eine Wand was dran. Mach mal Fackel. Nicht lange Fackeln hier. Ja, ich weiß, nicht lange Fackeln hier, Fackeln her. An welcher Seite willst du die Kisten? Da kommt man runter, hier hin. Kannst du sie auch mir geben, dann setze ich sie. Mir ist egal. Bitteschön. Habt ihr da was hingelegt? Juhu. Hoppalala. Oh je. Ja, ich musste gerade niesen, aber ihr habt es nicht gehört. Wow. Ich glaube, das reicht erstmal. Okay, da sind einige Kissen. Kisten. Kissen? Wenn du wieder raus willst, musst du Bescheid sagen. Achso, ich bin eingesperrt hier, oder was? Yep. Toll. Hier einfach eingesperrt, einfach so. Da hat er mich eingesperrt. Nach unten geht's auch nicht. Auch nach unten geht's. Nein! Ich hab doch Platzangst. Lass mich raus. Das klang gerade so, als würde das Haus einstürzen. Das war wohl der Dachgarten. Ja. Ich würde hier sehr gerne raus. Fast. Gib mir doch einfach ein paar von den Dingern. Kann ich hier auch mal raus und rein. So. Nee, kann ich nicht. Sag mal. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich sag jetzt nichts. Wie ein blutiger Anfänger. Zeit, dass eine Leiter gebaut wird. Ja. Wir könnten uns ja mal ein paar Rebar-Frames und so herstellen und dann die Innenwand ziehen. Oh, da ist ja ein Besucher. Ich habe das noch nicht gesehen, deswegen hängt er da noch so ein bisschen langweilig rum. Ich schieße jetzt nicht mit der Pistole auf ihn, sonst haben wir hier Party. Ja. Hast du Holz dabei? Du hast doch gerade geerntet, oder? Ja, was brauchst du? Richtiges Holz oder Wood Planks? Ist mir egal. Ich bräuchte vor allen Dingen Platz, aber das ist leider nicht im Angebot. Ich hätte ein bisschen. Ich esse mal was. Ravioli, lecker. So, Mittagessen. Ich hätte auch noch einen Hut. Brauchst du einen Ersatzhut? Was für ein Hut? Einen Ersatzhut. Ein Ersatzhut? Och, ich habe ein paar Hütchen. Oh, Feuerholz. Feuerholz? Die Stühle sehen so furchtbar aus, die kann man nur, am besten nur verbrennen.
Wie kann man hier eigentlich jetzt noch von sich einen Tisch bauen, craften? Das geht doch jetzt gar nicht mehr so einfach, weil man diese dünnen Holzplatten immer herstellen kann, oder? Richtig, die gibt es ja nicht mehr. Du kannst einen massiven Block hinstellen als Tisch oder halt diesen schwarzen Tisch. Schwarzer Tisch? Ach so, du meinst die kleinen. Du musst mal ein bisschen mehr Pep hier in die Standardrezepte reinbringen, das ist ja total langweilig. Für Vorschläge bin ich offen. Ich crafte uns mal ein bisschen Einrichtung hier. Ich höre hier auf dem Einohrenrasenmäher. Jo, höre ich auch. Irgendwie von rechts. Ja, mitten in der Nacht. Frechheit. Um 3 Uhr morgens werde ich auch hier die Polizei anrufen. Ach, dann heißt es demnächst mit dem ganzen Hausrat umziehen. Heaven Disk. Eine Pflanze. Eine Schüssel und ein bisschen Gras. Wie viele Frames brauchen wir denn? Ach, wir haben ja auch noch gar nicht. Reaper haben wir noch gar nicht. Nee. Nee, sei denn, du hättest ihn irgendwann mal in einem Airdrop gefunden. Nee, die Airdrops blieben bei mir eigentlich aus. Das war komplett. Ein altes Bett. Sieht eigentlich kleidungsmäßig aus, ganz gut, muss ich sagen. Bei uns. Ledertechnisch. Naja, bräuchten wir noch mal. Mir fehlt noch die Hose. Wir müssen rotes Holz herstellen. Rotes. Dürfte gehen. Irgendwo habe ich, glaube ich, rote Pflanzen. 12 Stück. Also dieser Vollholzblock sieht sicher nicht so schön aus. Langsam lichtet sich im Inventar. Ich fand diese dünnen Holzplatten echt Voll. praktisch. Ach, da ist noch ein bisschen Mohn. Ach so, diese Fischer. Teile. Fischergewichte. So, da haben wir mal ein paar Röhrchen. Na, wo treibst du dich rum? Ich bin gerade unten im Keller. In unserem alten Haus. Richtig. In unserem alten Erdloch. Steine für die Forge und so brauchen wir auch noch. Ja, genau. Müssen ja unsere komplette Werkstatt nochmal einrichten. Aber bald ist ja auch wieder hell, dann sieht man wieder was und die Zombies rennen immer rum. Da können wir hier mal dran gehen.
Aussichtsplattform hier oben. So, ich würde dann vorschlagen, ich bringe dann gleich mal ein bisschen Zeug mit für ein paar Öfen. Dass wir die dann gleich da oben auch reinstellen und ein Hund. Und dann Eisen anfangen zu schmelzen. Genau, ich bewerfe ihn mit dem Tisch. Was zur Hölle? Hä? Was? Eine Horne sind. Oh. Wo bist du? Wo bist du, du Blödes? Ich bin unterwegs. Ich komme dir zu Hilfe. Wieso hat das nicht getroffen? Das verstehe ich jetzt nicht. Runtergeht. Das ist die Seite, wo es runtergeht. Ja, wenn du hier runterfällst vom Haus aus, bist du direkt weg. Ich werde auch, wenn ich von der Mauer runterfalle, bin ich weg. Nur Zombies nicht. Die halten ja mehr aus als wir. Ja, leider Gottes. Aber so wie diese Kante hier weggefräst wird, sieht das auch wieder ganz anders aus. So, dann würde ich sagen, brauchen wir gleich Öfen. Hast du die Steine und so? Dann kann ich welche herstellen. Hier sind Steine, Röhrchen. Ja. Da muss noch eine Reihe dran, eine Wand. Jetzt stehen da schon die Kisten. Verflixt. Reg dich ab. Ist nur ein bisschen Holz. Das kann man wieder ersetzen. Erstmal brauchen wir unser Forging. Unsere Forge. Genau, platziere die gerade hier eins. Ja, eins versetzt, ist schon klar. Ich guck mal, wie weit ich komme. Ja, fast fertig. Wie wär's, wenn du erstmal hier für die Leiter hochziehen würdest? Ich höre gerade, ob ich gerade irgendwas da draußen rumrennen. Und da wir das noch ausbauen müssen, muss ich da nochmal wegnehmen. Eine Forge wäre schon mal fertig. Du hast Holz, du kannst die Leiter bauen. Ich setze jetzt erstmal eine Forge. Ein Stück von der Wand weg, so wie du willst. So, jetzt. Perfekt. Okay, der craftet gerade noch Forges. Wenn ich drum bin, gerade ein bisschen Holz. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Ich mach dir ein paar Sticks, richtig. Ganz cool bleiben. Holzstöckchen? Da ist das Stöckchen. Hui. Bisschen wenig. Da ist das Stöckchen. Da ist das Stöckchen. Guck. Was? Ja, brava. Tuki, brava, Tuki. Hä? So viel brauche ich nur auch wieder nicht.
Nein? Zu viel? So, Leiter steht fast hoch. Wer sagt, dass ich hoch bin? Soll ich jetzt da hochspringen, oder was? Ich schubse dich gleich in den Abgrund. Unglaublich. Wow. Ich geh mal die Mold und das Eisen holen. Tu das. Ich greife jetzt noch zwei Forges. Ich mach dann, glaube ich, auch gleich mal eine Zement-Mold. Ja, das ist sinnvoll. Damit wir den Cobblestone da aufwerten können. Beziehungsweise die Rebar-Frames ausfüllen können. Hey, Alter. Ist heute Abend ziemlich ruhig hier. Oh, hier auf dem Server haben sie sich schon den ganzen Tag die... Ja. Die Seelen auch von Zombies rausreißen lassen. Jetzt hat keiner mehr Lust. Wie ich eben online war, innerhalb vier Stück innerhalb von, lass es mal 20 Minuten sein, sind sie alle mindestens dreimal gestorben und dann haben sie den Server verlassen. Sofort, das haben wir. Lehm. Und ist alles an Steine. Rebar-Frames, was wir momentan hatten. Ja, mehr, so viel mehr Eisen haben wir nicht mehr. Ich nehme jetzt gerade mal den Rest mit. Wenn ich eine Mold hätte, könnte ich schon mal das Scrap Iron einschmelzen. Und du, wir haben richtiges Eisenerz. Drei Stacks voll. Reicht das? Könnte knapp werden, aber bring's erstmal her. Soll ich dir tragen helfen? Bin da schon unterwegs. Außerdem habe ich eine schlechte Nachricht. Ich will keine schlechten Nachrichten hören, behalte für dich. Na, dann ist es vielleicht doch eine recht gute Nachricht. Wir sind zwar am Ende einer Folge, aber es gibt mit Sicherheit noch eine. Okay. Alles Ansichtssache. Wenn es sein muss. Dann komm mal her. Ich komme gesprintet. Dann verabschieden wir uns hier in unserem Bunker, der jetzt so langsam ein bisschen dekoriert wird, aber auch hier müssen wir noch eine Wand ziehen. Ja. Lässt sich aber alles irgendwie wegnehmen. So, dann sag ich euch schon mal danke fürs Zuschauen. Schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn wir hier unsere Bude weiter ausbauen. Und wir wollten auch noch einen Ausflug nochmal in Irrenanstalt machen. Mal schauen, was für Irre sich da so rumtreiben. Und jo, das seht ihr alles in der nächsten und den nächsten Folgen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.